Hallo, hier ist der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit den beiden Autoren des Buches Leadership by Game of Thrones, Marc Hübner-Weinhold und, jetzt muss ich nochmal gucken, Manfred Klapproth. Viel Spaß damit! Wenn wir jetzt über Kommunikation und Klarheit hinaus sind, dann kommen wir möglicherweise auch genau zu der Thematik, dass etwas nur zu kommunizieren, zu sagen, nicht immer dazu führt, dass der andere gleich mitkommt und mitgeht und es versteht oder nicht vielleicht sogar andere Ideen oder andere Interessen hat. Mhm. Das heißt, der nächste Punkt, der jetzt kommt, ist, Kommunikation muss jetzt auch noch flexibel sein und ich muss auch in der Lage sein, mit Widerspruch, sprich Konflikten umzugehen. Das heißt, wir sind jetzt so auf dieser Ebene des Verkaufens, des Verhandelns, der gewissen Schlagfertigkeit, der Moderation, Mediation. Ich muss überzeugen, ich muss Dinge durchsetzen. Da haben wir Gott sei Dank im Buch auch einige Meister, einen ganz großen auf jeden Fall, das ist Tyrion, der kommunikativ so alles schlägt, was man schlagen kann, weil der kommt aus jeder Konfliktsituation raus. Und das macht er eben sehr, sehr brillant. Also man könnte meinen, er hätte eine NLP-Masterausbildung. Und das ist das, was er im Alltag eben lebt. Und das mit Bravour. Was er einfach toll kann, es gibt ja mehrere Szenen, wo er eigentlich mit dem Tode bedroht wird. Zweimal fordert er dieses Gottesurteil durch Zweikampf. Das ist halt Gesetz in seiner Welt in Westeros, dass man dem auch folgen muss. Das heißt, er findet dann einen Ausweg, um herauszukommen. Zumindest beim ersten Mal klappt es dann schon direkt mit dem Söldner Bronn. Und dann sind die beiden ja unterwegs, und das ist auch eine sehr schöne Szene, dann sind die beiden unterwegs zu Fuß durch dieses grüne Tal und schlafen nachts und haben sich dann irgendwie noch eine Ziege gebraten, die sie gefangen haben vorher. Und dann kommen so am frühen Morgen in der Dämmerung so verwegende Gestalten von den Bergvölkern dort angeschlichen und wollen sie natürlich töten und ausrauben oder zumindest ausrauben. Und die Situation ist eigentlich aussichtslos. Und was macht Tyrion sofort? Er lädt sie ein, kommt an unser Feuer und nimmt euch ein Stück Ziege. Das ist total gegen alle Verhaltensregeln, die man eigentlich hat, oder diesen Automatismus. Während Bronn, der Söldner, sofort zum Schwert greift und sich verteidigen will und weiß, er wird wahrscheinlich sterben, es sind zu viele, Tyrion verändert eigentlich den Rahmen der Situation. Er geht ganz freundlich auf die zu, er deeskaliert oder versucht zu deeskalieren. Und das ist jetzt so ein längerer Dialog, der passiert. Es klappt nicht sofort, aber er versucht immer wieder sozusagen den Gesprächsrahmen so anzupassen, dass der sein Gegenüber verblüfft ist und am Ende folgen die ihm. Und das ist so eine Technik, die er immer wieder hat. Das macht er mit Bravour und wirklich gekonnt, indem er auch immer wieder die Frage stellt und versucht herauszufinden, was will der andere eigentlich? Was ist für ihn wichtig? Wie kann ich ihn motivieren? Wie kann ich seine Sicht verändern? Und das macht er wirklich in einer Brillanz, wie man sie im Alltag sehr, sehr selten erleben kann, und auch mit einer Hartnäckigkeit, die seinesgleichen sucht. Aber genau das ist das, was Führungskräfte brauchen am Ende des Tages. Wenn ich Menschen mitnehmen will, dann muss ich dranbleiben, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und das geht natürlich nicht nur, indem ich meine Interessen durchsetze, sondern indem ich diese mit den Interessen des Mitarbeiters oder, wenn wir nach außen gehen, mit von Kollegen oder auch von Kunden verbinden kann. Und die Frage, was ist am wichtigsten, die lässt sich auch relativ einfach beantworten. An der einen oder anderen Stelle ist eben alles wichtig und es gehört alles zusammen, es baut aufeinander auf, es ist miteinander verknüpft. Deswegen, klar, wir werden auch nie die Führungskraft haben, die 10 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 in allen Bereichen bekommt. Aber zumindest ein Bewusstsein zu haben, wo liegen auch meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, ist, glaube ich, für eine Führungskraft im Sinne von Selbstreflexion auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das glaube ich auch.
schon sagen, Frau Niekerken, dass wenn man sich diese Figur von Peter Baelish mal vornimmt, ja. Das ist ja eine sehr, sehr beliebte Figur, aber natürlich ein Typ, den es in allen Konzernen sicherlich auch gibt. Einer, der nur seine Interessen im Blick hat, seine Karriere im Blick hat, der selber gar keine große Hausmacht hat, aber es schafft durch manipulatives Verhalten, durch clevere Intrigen, aber auch durch viel Charme, sich irgendwie sozusagen die Karriereleiter hochzuarbeiten. Und sagt ja auch ganz klar, Chaos ist eine Leiter. Das ist ja eine Kernaussage von Peter Baelish. Und an Baelish merkt man dann aber am Ende auch, das, was final fehlt, sind, er hat keine, sagen wir mal, anständigen Werte, keine ehrbaren Werte, und die Menschen haben kein Vertrauen in ihn. Das verliert er. Also das Vertrauen in Baelish ist immer sehr kurzfristig. Hm. Also ich glaube schon, dass man sagen, wenn man aus dieser Pyramide etwas herauszieht oder aus dieser Konstruktion, dann ist der kritischste Bereich wirklich das Thema Vertrauen. Weil da würde ich auch sagen, ohne Vertrauen ist alles nichts. Ja. Und eine Führungskraft, die kein Vertrauen erzeugt, der wird niemand folgen. Deswegen haben wir auch immer so die Kernaussage, Führende haben Folgende. Mhm. Da passt ja ganz gut dieses Zitat von Tywin Lannister dazu, der zu Joffrey einmal sagt, wer sagen muss, er ist der König, der ist kein richtiger König. In dem Zusammenhang meint er vielleicht was anderes. Was meint er genau damit und was hat das mit so klassischen Organigrammstrukturen von Großunternehmen zu tun? Ja, gucken wir nochmal so in die Situation hinein. Wir sind ja in einer eskalierenden Situation in Westeros. Es ist gerade passiert die rote Hochzeit, schlimmer Moment in der Serie für Fans, ein schockierender Moment. Das sind ja so diese berühmten 9. Folgen, die kein Fan wahrhaben wollte und da passieren Dinge, es sterben Helden, jetzt müssen wir natürlich gewaltig spoilern für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber versuchen das ein bisschen in Grenzen zu halten. Trotzdem muss man drüber reden. Also es stirbt natürlich der Bruder von Sansa Stark, mhm, und Joffrey, der sie heiraten soll, von Will, glaube ich, kann man ja nicht reden, aber der sie heiraten soll aus Gründen, ursprünglich der Machtraison, des Machterhalts, zwei Häuser zusammenzubringen, der will jetzt den Kopf ihres Bruders ihr als Hochzeitsgeschenk servieren und triumphiert darüber. Es ist schon sehr, sehr martialisch das Ganze und nichts für Feingeister. Und sein Bruder Tyrion, der ja noch ganz normal ist sozusagen, sagt, nein, das wirst du nicht tun, das gehört sich nicht. Und Joffrey, so eine Art Donald Trump in ganz jung, total narzisstisch überzogen, sagt, ich bin der König, ich kann alles machen und niemand befiehlt mir etwas. Und sein Vater, der alte Tywin Lannister, den Sie ja gerade genannt haben, der spricht dann ganz gelassen diesen Satz aus, wer sagen muss, er ist der König, ist kein richtiger König. Und das schockiert natürlich den amtierenden König erstmal. Und das, was wir hier auch sehen, Kommunikation ist am Rande, ist gar nichts sagen. Denn dann schweigt Tywin ganz lange und guckt ihn nur an. Und dieses kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie jemanden ganz lange nur angucken, dann verunsichert das die Person. Also auch ein, sagen wir mal, durchaus probates Mittel von Führen von Konfliktgesprächen, einfach mal nicht zu sagen und mein Gegenüber kommen zu lassen. Das macht Tywin sehr, sehr gut in manchen Situationen. Aber hier ist es besonders auffällig. Was er damit meint, ist, dieser völlig überdrehte Jüngling, der natürlich überhaupt nicht den Status hat und nicht die Kompetenz hat, König zu sein, der jetzt einfach aus Gründen der Familienfolge und weil er angeblich der Sohn ist vom gestorbenen König Robert, dass er jetzt König ist, der behauptet, ich bin König. Und er hat Statusmacht. Das ist das, was wir immer als Statusmacht bezeichnen. Ja. Das heißt, er sagt, ich bin König. Ich bin zwar nicht gewählt, ist man als König ja in der Regel auch nicht, sondern ich bin einfach qua Amt König. Früher hätte man gesagt, von Gott erwählt oder von Gott gewollt. Aber er hat überhaupt keine Folgenden.
Er hat natürlich ein paar Soldaten, die ihm folgen, weil sie autoritären Befehlen immer gefolgt sind. Aber er hat keine Folgen an. Das heißt, wir sehen hier, er basiert nur auf Statusmacht und in keiner Weise, und da bin ich wieder beim Thema Vertrauen, auf dem Vertrauen seiner Gefolgsleute. Er hat in dem Sinne keine Folgen an. Und das ist das, was Tywin Lannister, der zwar ein extrem autoritärer Knochen ist, aber der Gefolgsleute hat, weil er bei aller Härte und auch bei aller Gnadenlosigkeit, die er sozusagen im Machtkampf zeigt, trotzdem jemand ist, zu dem man aufblicken kann und auch zu dem man Vertrauen haben kann, wenn man auf seiner Seite ist. Hm. Bei Joffrey kann man das nicht. Das ist ein völlig durchgeknallter Typ. Also da weiß man nicht, was der in der nächsten Situation macht. Und deswegen dieser Vergleich zum amtierenden amerikanischen Präsidenten ist nicht von ungefähr. Nee, sagen wir, weiß man es bei dem denn, was der als nächstes macht oder was der gerade wieder twittert und auspackt. Und das deswegen, das ist das, was Tywin hier meint. Ja, ganz spannend. Wenn wir uns Tywin anschauen, muss man natürlich sagen, er ist sicherlich nicht die Führungskraft, die moderne Führungskraft, die wir uns wünschen, sondern die klassische autoritäre Führungsmacht. Tywin führt ja im Zweifel immer durchaus auch mit, ja, im Prinzip mit Angst auf der einen Seite, das heißt mit Druck oder mit Geld. Er kauft sich die Dinge auch, wenn er sie gerne haben möchte. Nichtsdestotrotz ist er als Führungskraft akzeptiert. Aber Macht und Geld spielen hier eine große Rolle. Und jetzt kann man sagen, okay, er hat sein Machiavelli gelesen, definitiv. Er ist ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Die Frage ist, gibt es diese Leute heute auch noch? Ja, ich glaube, die gibt es heute auch noch. Wenn wir mal so ein bisschen in die Historie gucken und uns einen großen Autokonzern in Deutschland anschauen, VW und Herrn Winterkorn. Ich glaube, da ist am Ende auch sehr viel ähnlich, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten zu der Führung von Tywin Lannister. Mhm. Ja, mit Druck und Macht und ohne Werte an der Stelle. Und das ist schade. Eigentlich brauchen wir Führungskräfte, die eben aufgrund von Werten führen. Und Führende haben Folgende im Sinne von, wir folgen dir gern, weil wir dir vertrauen, weil du gute Visionen hast, weil du gute Ziele hast. Und weil es einfach auch Spaß macht, dir zu folgen, weil wir erfolgreich sind, weil wir gut sind. Das ist so der Übergang, den wir brauchen. Wobei natürlich auch, muss man fairerweise sagen, Unternehmen in Krisen brauchen Leute wie Tywin Lannister, die dann auch das Ruder übernehmen und sehr stark und mächtig dann am Ende auch führen, um Dinge zu verändern. Also Krisen erfordern auch autoritäres Verhalten. Schließt sich das denn unbedingt aus? Also so, wenn ich jetzt sage, so okay, die moderne Führungskraft, die auch eben Folgende hat, das heißt ja nicht, dass die nicht auch mal autoritär führen kann. Oder glauben Sie, dass sich das ausschließt? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja einfach am Ende ein Verhaltensmoment. Und natürlich, ich kann das von mir selbst sagen, ich bin grundsätzlich nett, umgänglich, freundlich. Auch als Führungskraft war ich das immer. Aber es gibt dann Situationen, wo man das einfach mal loslassen muss und ein bisschen mehr Power reinbringen muss und deutlich machen, was man wirklich will. Auch da wieder der Blick auf den Kontext. Wir müssen gar nicht die Bundeswehr oder das Militär bemühen, aber stellen sich Feuerwehr vor oder Polizei. Da fangen Sie jetzt nicht an, über die Vorgehensweise zu diskutieren, sondern es gibt klar definierte Regeln. Auch im Einsatzfall. Und es gibt immer einen Einsatzleiter vor Ort, der die Entscheidungen trifft. Und da wird nicht drüber diskutiert. Man diskutiert hinterher darüber, ob das vielleicht richtig war. Mhm. Aber in der Situation müssen dann Entscheidungen schnell getroffen werden und im Zweifel auch Fehler gemacht werden. Und ich glaube, da sind diejenigen, das sind auch zum Beispiel ja Hochleistungsteams zum Teil, diejenigen professionell genug, im Zweifel auch zu erkennen und vor Ort zu justieren. Aber es gibt eben, anders als in manchen Unternehmen oder in manchen Organisationskontexten, jetzt keine Möglichkeit, erstmal das richtige Vorgehen auszudiskutieren, sondern hier ist Eile geboten. Hier muss schnell entschieden werden, vor Ort entschieden werden. Man könnte jetzt auch denken, Fluglotsen in einer Krisensituation, überhaupt Fluglotsen, das ist ja ein extrem stressiger Job. Da muss auch im Zweifel jemand eine Entscheidung treffen, die nicht diskutiert wird. Also insofern so autoritär, das ist immer ein böses Wort. Es geht einfach darum, auch eine Klarheit zu haben in der Entscheidung. Und im Zweifel müssen
müssen wir wissen, wer hat denn hier den Hut auf und wer trifft die Entscheidung? Das muss akzeptiert werden. Ja. Übrigens, diese Idee, Führende haben folgende, da müssen wir auch die Referenz durchaus dem Kollegen Reinhard Sprenger mal geben. An der Stelle, der hat ja dieses großartige Buch vor 4 Jahren geschrieben, Vertrauen führt. Und er schreibt ja auch darin, dass nur derjenige, dem die Menschen freiwillig folgen, als Führungskraft eine Existenzberechtigung hat. Und der Gedanke dahinter ist eben, wer die Karriereleiter hinaufgestiegen ist, der ist von denen abhängig, die er hinter sich gelassen hat. Ja. Und ich glaube, dieses Moment von Demut, das steht vielen Führungskräften ganz gut an, sich immer zu überlegen, wem diene ich hier eigentlich? Natürlich diene ich dem Unternehmen. Aber das Unternehmen besteht eben auch aus den Teammitgliedern, die sozusagen, von denen ich ein Mandat habe oder für die ich ein Mandat habe, sie zu führen. Also das ist etwas, was Führung auch, glaube ich, auszeichnen sollte. So ein Moment von Disziplin sowieso, aber Demut an der Stelle. Mhm. Und Sie haben Tywin angesprochen, vielleicht noch so ein Gedanke. Machiavelli wird ja immer wieder gern zitiert und Tywin ist wirklich der Prototyp dafür. Manfred hat es gerade angesprochen. Wenn man sich jetzt die aktuelle Diskussion anguckt, es gibt den Organisationspsychologen aus Kalifornien, Decker Keltner, und der hat so diesen Begriff von das Machtparadox geschaffen. Ja. Und der sagt, wir gewinnen Macht, ich zitiere das mal, wir gewinnen Macht, wenn wir Wege finden, das Leben anderer in unseren sozialen Netzen zu verbessern. Unsere Macht wird uns von anderen gewährt. Hm. Das heißt, der Anfangsmoment von Führung ist sozusagen ein altruistischer. Ich möchte anderen helfen. Und das schließt in dem Fall auch mein Team unbedingt mit ein. Das ist sogar der Kern des Ganzen. Und da kann Führung auch situativ sein. Das heißt, in unterschiedlichen Situationen, in Gemeinschaften, in Gruppen haben unterschiedliche Leute Führung, weil sie in der Situation die ideale Person sind, hier situativ zu führen und den anderen zu helfen. Im organisierten Kontext von Unternehmen ist es natürlich schon aus unserer Überzeugung, unserer Sicht wichtig, dass sie aber auch klare Regeln haben, wer hat den Hut auf. Ja, das stimmt. Das Schlüsselmoment ist hier auch, wenn wir jetzt über so etwas reden wie autoritäre Führung oder lockere Führung oder was wir immer, wie immer wir es noch beschreiben können. Hier geht es ja um Verhaltensstile. Wichtig ist, je flexibler eine Führungskraft ist und situativ eben den richtigen Verhaltensstil findet, desto erfolgreicher wird sie am Ende des Tages sein. Ja. Da kommen wir, also da schließt sich der Kreis ganz gut. Wir hatten zwischendurch so ein bisschen darüber gesprochen, über Daenerys, dass sie am Ende krachend scheitert. Warum glauben Sie, scheitert sie am Schluss? Sie hat ja eine super Entwicklung. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Mhm. Und ich glaube, das ging auch vielen Menschen, die die Serie gesehen haben, so. Daenerys war der Hit von ihrer Entwicklung her. Und wenn man so von Staffel 1 bis 5 gefragt hat, wer ist die beste Führungskraft, das haben wir auch in unseren Seminaren erlebt, dann kam ganz häufig immer der Hinweis, Daenerys. Mhm. Und ja, konnte man bis dahin auch nur bestätigen. Und ja, woran scheitert sie am Ende des Tages? Sie kommt in eine neue Welt. Und zwar nicht nur eine andere Welt, sondern auch sozusagen vom Entwicklungsmomentum her in eine Welt, die weiter voran ist, in der sie sich nicht auskennt. Mhm. Und sie ist immer zum Übergang nach Westeros, ist sie immer unterstützt worden und konnte Menschen abholen, konnte sie begeistern, konnte sie mitnehmen und auch mit einer tollen Vision. Und plötzlich ist sie in einer Welt, die sie nicht kennt, die ist und es ihr immer schwerer fällt, weil sie so viele Widerstände erlebt, weil so viele Dinge nicht funktionieren. Sie hat ja tolle Berater, auch in Tyrion, auch in Varys. Aber viele Dinge, die funktionieren eben nicht. Und sie fängt so langsam an, Vertrauen zu verlieren. Und dann natürlich die Beziehung zu John, die entsteht, die am Ende durch die Entdeckung, dass sie seine Tante ist, natürlich das Ganze noch dramatischer macht und dann die Liebesbeziehung zumindest von Seiten Johns beendet. Mhm. Das heißt, sie verliert Unterstützung, sie verliert Vertrauen und wird natürlich auch durch die Gegenwehr von Sansa und Arya
noch weiter isoliert. Und am Ende ist sie völlig allein und macht das, was sie immer angedroht hat, über die ganzen Staffeln, über ihren ganzen Werdegang. Hast du das Zitat gerade da? Ja, es ist ein Zitat, das sehr früh stattfindet, nämlich schon in der zweiten Staffel, als sie nicht eingelassen wird in die Stadt Kaat. Sie kommt ja mit ihrer Resttrupp von Dothraki völlig ausgehungert und fast verdurstet, kommt sie aus der Wüste und begehrt dann Einlass und Rettung in der reichen Stadt Kaat. Und als die Kaufleute, der Rat, der da vor der Tür steht, als der so den kläglichen Rest ihres Kalasars nicht einlassen will, dann ist sie völlig erbost und dann sagt sie, Zitat, wenn meine Drachen ausgewachsen sind, holen wir uns zurück, was mir gestohlen wurde und zerstören die, die mir Unrecht getan haben. Mhm. Wir werden Armeen niedermetzeln und Feuer auf Städte regnen lassen. Schickt uns fort und ihr brennt als Erste. Und sie sagt im Grunde genommen das, was später dann in Königsmund eintritt, nämlich sie lässt Feuer auf die Stadt regnen. Also deswegen, der ganze Prozess ist, wenn man jetzt, natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn man jetzt so wie wir uns sich die Folgen nochmal anschaut genau und die Dialoge unter die Lupe nimmt, dann merkt man eine Persönlichkeitsentwicklung, die eben nicht so überraschend ist, wie viele Fans das in der achten Staffel wahrgenommen haben, sondern die sich sehr, sehr früh abzeichnet. Auch, dass sie völlig ungerührt übrigens zuschaut, wie ihr Bruder dieses kochende Gold über den Kopf geschüttet wird. Mhm. Da sagt sie ja schon, ja, ist kein echter Drache. Ich meine, Bruderliebe oder Geschwisterliebe sieht anders aus an der Stelle. Und sie ist diejenige, ich habe eben das Stichwort Machtparadox erwähnt. Das ist ja dieser Begriff von dem Psychologen Decker Keltner. Mhm. Warum scheitert sie? Sie scheitert eben so, wie Manfred das eben erzählt hat, auch an dieser fremden Welt. Und sie scheitert, wie viele Führungskräfte übrigens heute auch, am Machtparadox. Das heißt, es gibt dieses berühmte, um das zu verkürzen, es gibt diesen berühmten Satz, absolute Macht korrumpiert absolut, ja, von Lord Acton. Ja. Und genau das beschreibt eigentlich Decker-Keltner mit dem Machtparadox. Das heißt, er sagt, die Macht fängt an, indem wir positiv anderen etwas Gutes tun wollen. Und je mehr Macht und Privilegien wir gewinnen, desto mehr, jetzt mal so übertragen formuliert, desto mehr heben wir ab und desto mehr verlieren wir auch den Blick für die Realität. Und das korrumpiert uns. Und dann kommt es laut Keltner sozusagen zu einer fast schon teilweise psychopathischen Umkehrung. Und aus diesem positiven Ansatz ursprünglich wird ein negativer. Es wendet sich ins Gegenteil. Und das ist etwas, was wir in abgeschwächter Form eben bei vielen Führungskräften, Stichwort Martin Winterkorn, Thomas Mittelhoff, um mal zwei zu nennen, die nun sehr berüchtigt sind. Oder nehmen Sie all die angeklagt worden sind in den ganzen Wirtschaftsskandalen der letzten Jahre. Das können wir dort sehr schön beobachten. Absolute Macht korrumpiert absolut. Da gibt es schöne Beiträge im Netz dazu von Psychologen, die auch Cersei mal untersucht haben, die Daenerys untersucht haben. Da muss man ganz klar sagen, sie hat natürlich auch einen Perfektionismusdrang. Auch das übrigens etwas, was bei Führungskräften zu beobachten ist. Und wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das in ihrer perfektionistischen Vision vorstellt, dann schlägt sie übertragen formuliert um sich und das tut sie in diesem Fall leider mit Feuer. Wir sind auch schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich habe hier gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sind schon also 50 Minuten dabei. Ich würde sagen, wir machen einmal eine kurze Frage-Antwort-Runde. Das sind im Prinzip genau die gleichen Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Drei Persönlichkeiten, die Sie in puncto Führung geprägt und beeindruckt haben? Ganz kurz, Abraham Lincoln, Nelson Mandela und der Polarforscher Ernest Shackleton, der nie dort angekommen ist, wo er hin wollte, aber so genial gescheitert ist, dass das die größte Führungsleistung für mich ist. Okay. Ja, bei mir ist es auch ein amerikanischer Präsident, Theodore Roosevelt. Mhm. Der Sozialdemokrat Amerikas, der viele Dinge verändert hat und dem Kapitalismus Einhalt geboten hat. Helmut Schmidt, als mein Lieblingskanzler in Deutschland und mit auf die Wirtschaft schauen, Bill Gates mit all dem, was er erreicht hat und was er
ja, auch mit seiner Macht und seinem Vermögen, das er gewonnen ist, heute für andere leistet. Okay, spannend. Drei Bücher, Fachbuch oder Sachbuch, Fiction, ganz egal, oder Filme, abgesehen von Game of Thrones natürlich, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Ja, wir nennen natürlich jetzt nicht unser eigenes Buch. aber ich fange mit dem Shackleton wieder an. Es gibt ein wunderbares Buch von Alfred Lansing, das heißt 635 Tage im Eis. Es ist also auch ins Deutsche übersetzt worden. Es beschreibt die Shackleton-Expedition. Wahre Ereignisse, als Roman geschrieben, großartige Lektüre, kann man auch wirklich in kurzer Zeit weglesen und man nimmt ganz, ganz viel mit. Das zweite Buch kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, Radikal führen von Reinhard K. Sprenger, eigentlich so sein Opus Magnum, wo er alles nochmal zusammengefasst hat. Und das dritte ist jetzt nicht kein Buch, sondern ist ein Film, auch den hatten wir schon erwähnt, ist Apollo 13. Mit ja. Tom Hanks und Ed Harris, weil es auch dieses Momentum von erfolgreich scheitern beschreibt. Ja, bei mir ist das erste Buch, das Sachbuch sozusagen, Lust an Leistung von Felix von Kube. Ja, der Untertitel ist die Naturgesetze der Führung. Und das ist richtig und es macht immer wieder Spaß zu lesen. Im Mittleren Bereich aus der Historie heraus die Civil War Trilogy von Michael und Jeff Scherer, Gods and Generals, The Killer Angels and The Last Full Measure. Das ist eine Trilogie, wo man sehr, sehr viele Momente von Führung hat und auch tolle Führungspersönlichkeiten. Auch aus der könnte man sehr viel ableiten für moderne Führung. Okay. Und als Russell Crowe in Master and Commander, ein kleiner Mikrokosmos der Führung auf einem Segelschiff, auch hier großartige Führungsmomente. Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand gestellt, die Sie aber schon immer mal beantworten wollten? Also was wollten Sie schon immer mal erzählen? Da fragt Sie nur nie jemand nach. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Muss ich jetzt, ja, versuch mal spontan zu bearbeiten. Das ist tatsächlich, bisher hat noch niemand mich jedenfalls gefragt, warum kombinierst du eigentlich jetzt Führungsseminare mit so einem Film oder so einem Serienthema? Okay. Das, so, und was kann ich darauf sagen? Ich glaube, dass die Führungskräfte-Weiterbildung oder Führungskräftetraining gut damit, also gut bedient sein kann und auch bedient sein wird, wenn sie mehr unterhaltsame Momente hineinbringt in das Ganze. Also ich glaube, dass hier die Kraft Geschichten, von Heldengeschichten, von Storytelling, einfach gute Narrative zu haben, gute Beispiele. Wir wissen, wir lernen ganz, ganz stark auch mit Emotionen und mit Dingen, mit denen wir uns irgendwie identifizieren können. Das muss nicht immer positiv sein. Also auch das Faszinierende an Figuren wie Peter Baelish ist ja gerade, dass sie nicht durchgängig positiv, sondern eher negativ sind. Aber das fasziniert uns emotional. Und deswegen glaube ich, das ist ein wichtiges Moment, mehr ja, narrative Elemente, mehr Unterhaltung hineinzubringen in die Weiterbildung von Führungskräften. Das finde ich auch. Ich bringe das mal wieder auch ein bisschen auf die sachliche Ebene, welche Frage ich mir wünschen wäre, was müssen wir tun, um Führungsarbeit in Deutschland oder weltweit zu verbessern? Und ich glaube, es ist eine bessere Ausbildung, es ist eine bessere Begleitung, es geht um Mentoring von Führungskräften. Führung macht einsam und je mehr Unterstützung wir bekommen, auch dauerhafte Unterstützung, desto erfolgreicher wird die einzelne Führungskraft sein. Hier wird noch zu viel gespart und hier passiert leider zu wenig. Da ist noch deutlich mehr drin. Ach, Sie sprechen mir aus der Seele. Das finde ich ja wunderbar. Das lasse ich einfach so stehen als Schlusssätze. Zum einen, dass wir wirklich auch mehr Spaß in der Ausbildung brauchen und dass wir überhaupt auch mal richtige Führungskräfteausbildung an sich brauchen oder mehr davon, mehr Begleitung. Finde ich wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Hübner und Herr Klapproth. Es war ein wunderbares Interview. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt und ich glaube, ich muss die Serie jetzt doch noch ein drittes Mal gucken. Können wir nur empfehlen. Vielen Dank Ihnen für das Interview. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, das war das Gespräch über das großartige Buch Leadership bei Game of Thrones. Kann ich wirklich empfehlen. Natürlich kommen auch
alle Empfehlungen der Autoren in die Shownotes. Das Buch Leadership by Game of Thrones werde ich natürlich auch verlinken. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.